Also von der Schizophrenie und der Mütterlichkeit sprechen wir dann, wenn wir in einem Staat, in einem Kontinent sagen konnten, die letzten 60 Jahre oder so noch, wir hatten kein Verbot, kein Gesetz, was gesagt hätte, ich beschränke deine Nachkommen auf so und so viel Stück und ich begründe das damit etwa, weil du zum Beispiel aus diesem und jenem Stand bist. Jeder kann zeugen, was er will, so viel er möchte. Und dann die Verlogenheit, es lebt nichts, nichts. Das heißt, die Brutalität, die Bestialität, das Verbrechen, das Kriminelle, das die versteckte Kriminalität. Also die Falschheit ist dann umso höher, wenn alles gestattet ist und gefördert ist und wenn man sagt, Milliarden und Milliarden wenden wir auf, damit du Nachkommen hast und dann hat niemand eins. Verstehst? Und das ist die Schizophrenie im mundartlichen Sprachgebrauch. Verstehst? Wenn kein Gesetz dich formal irgendwie bezwingt, beschränkt und dennoch lebt nicht einmal nichts. Verstehst? Und das ist die Verlogenheit der westeuropäischen Auswüchse. Die Gewalttätigkeit im Verborgenen durch Meinheit, Missgunst und Zerschneid, Menschenhetze und Kindermord aus dem Dunkeln heraus sozusagen.